Hallo liebe YouTuber, heute habe ich wieder ein Pinkbox-Video für euch und zwar vom Monat Juni 2013. Das letzte Pinkbox-Video war übrigens die April-Box und ich habe es falsch in die Überschrift geschrieben. Die Mai-Box lassen wir mal aus, weil jetzt wir schon inzwischen Juni haben und wenn es interessiert, ich werde es auf meinem Blog posten, die Produkte, die ich bekommen habe und dann könnt ihr kurz mal drauf schauen und schauen, ob es euch interessiert. Für alle, die es nicht wissen, die Pinkbox ist einfach eine Box, die ihr monatlich bekommen könnt, falls ihr dafür Geld zahlt, 12,95 im Monat. Und da sind halt Produkte dabei, die ihr ausprobieren könnt und so Überraschungsprodukte. Ja, manchmal sind coole Produkte drin, manche weniger, also weniger cool. Aber die kann man halt verschenken oder man kann immer was mit den Produkten anfangen. Und bei der Pinkbox ist es so, es sind hauptsächlich Drogerieprodukte. Also hier kriegt ihr keine High-End-Sachen, wie zum Beispiel bei der Glossybox. Und wenn ihr eine Test-Pinkbox haben wollt, könnt ihr mir eure E-Mail zukommen lassen und dann bekommt ihr sie einmalig für 6,95 €. Und ich finde es halt manchmal richtig, richtig cool, weil manchmal schon richtig coole und teure Sachen dabei sind und ihr bekommt immer so das 3-, 4- oder 4-fache vom Wert halt heraus. Und das mag ich halt eigentlich sehr gerne. Also ich finde es total cool. Und ja, deswegen fangen wir auch gleich an. Ich habe hier das Kärtchen. Und ich habe es mir schon mal durchgeschaut und diesmal sind nur Originalgrößen dabei, was ich auch total cool finde. Und dann beginnen wir halt schon mit dem ersten Produkt und das ist ein indisches Ayurveda-Bad von Tetisep. Da steht, das extra in Pflege mit 15% pflegenden Ölen. So sieht das aus, aber das Problem bei mir ist, ich habe leider keine Badewanne. Ich habe inzwischen schon 3-4 Produkte von Tetisep, aber wie gesagt, ich habe keine Badewanne. Aber trotzdem lage ich halt das in meinem Zimmer, falls jemand Geburtstag hat und das halt als Beigeschenk. Das finde ich immer eine gute Idee und vielleicht kann die Person was damit anfangen und hat eine Badewanne. Und ja, da sind 125 Milliliter drin und das kostet 6,50 €, also schon viel Geld, finde ich. So viel Geld wie die Pinkbox, für die ihr bekommt für die Test-Pinkbox. Also, ja, das ist das erste Produkt. Das zweite Produkt, was ich bekommen habe, ist ein Lipgloss und zwar von Mimimi. Pinkbox arbeitet auch mit Mimimi zusammen. Ich hatte ja schon mal ein Rouge von Mimimi. Diesmal habe ich halt ein Lipgloss bekommen und das ist, und der nennt sich Light Me Up Lipgloss. In der Farbe Nummer 4 Luminous und haltet euch fest, da kostet, also diese Verpackung kostet 8,95 € für 6 Milliliter, also für ein Lipgloss. Also wer gibt so viel Geld für ein Lipgloss aus? Also ich mag halt auch immer so Labello oder so, falls der Lippenstift, damit der Lippenstift nicht so trocken ist, aber so Lipgloss an sich würde ich niemals kaufen irgendwie. Ja, auf jeden Fall finde ich es cool. Ich werde es wahrscheinlich in meine Verschenkebox geben, weil vielleicht freut sich einer von euch da draußen, wenn ich wieder mal eine Verlosung mache. Und ja, wie gesagt, kostet 9 € für 6 Milliliter. Ist eine schöne Farbe, finde ich. So ein, ja, so eine bärige Farbe mag ich ja total gerne. Aber ich mag Lipglosse nicht so. Dann habe ich Kaltwachsstreifen bekommen von W. Und zwar Easy Start, ein Start zu seinen glatten Haut. 3x2 Wachsstreifen und 2 Pflegetücher. So sieht es aus, für den Sommer perfekt. Also falls ihr schwimmen geht und eure Beine rasieren müsst und so. Und ich kann damit nichts anfangen, weil ich so richtig feine Härchen habe. Also falls ihr asiatische Freunde habt, müsstet ihr das wissen. Wir müssen uns auch an den Beinen gar nicht rasieren und auch nicht an den Achseln wirklich. Und also ich zumindest nicht und meine Schwester glaube ich auch nicht. Und wir haben halt das Glück. Aber ich finde es cool, weil ich es trotzdem halt auch mal ausprobieren kann. Wenn es schon in der Pinkbox ist, kann ich das halt mal ausprobieren. Und ja, hier kosten 3x2 Stück 1,99 €. Und ich habe sowas auch noch nie verwendet oder so. Und deswegen bin ich schon gespannt drauf und ich werde es sicher verwenden. Kommen wir zum vierten Produkt, was auch eine Originalgröße ist, weil hier alles eine Originalgröße ist. Das war was von Clairacil. Und wer Pinkbox, also wer die Seite Pinkbox auf Facebook länger verfolgt, die machen immer so ein Sneak Peek-Bild, wo man erraten kann, was da für Sachen in die Pinkbox, also in die nächste Pinkbox kommt. Und da habe ich schon gelesen, dass was von Clairacil drin ist, und zwar das Daily Clear Refreshing Waschgel. Das ist eine Originalgröße und das ist halt ja, erfrischende Fruchtformel aus Himbeer- und Cranberry-Extrakten und das ist halt für die Haut, ne? Also Waschgel,
Refreshing Waschgel mit Vitamin B3 und so weiter. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich freue mich über sowas immer, auch wenn ich keine schlechte Haut habe und auch keine Poren habe. Aber wenn man sowas benutzt, fühlt man sich ja trotzdem sauberer, würde ich jetzt sagen. Und das kostet 5 Euro für 150 Milliliter. Okay, das letzte Produkt, das drin ist, ist Nagellack. Und zwar von einer unbekannteren Marke, würde ich sagen. Und die nennt sich Sabrina Rudnick Cosmetics. Und dieser Nagellack, da sind 9 Milliliter drin und der kostet 2,99 €. Also der Preis ist okay, aber hier, der ist halt rot und hat Glitzerschimmer drinnen und ganz minimale Glitzergoldpunkte. Und ihr wisst, ich mag sowas überhaupt nicht. Und wenn dann ganz rot, aber nicht so mit einem Krimskrams noch drin oder so. Deswegen kommt es auch in meine Verschenkebox. Vielleicht freut sich jemand anderes drüber oder zum Geburtstag oder sonst was. Und wie gesagt, das kostet 3 Euro für 9 Milliliter. Und das war schon meine Pinkbox, also der Inhalt von meiner Pinkbox Juni 2013. Ich kann euch ja schnell noch die Preise zusammenzählen, wie viel Wert diese Pinkbox hat. Also, meine Pinkbox hat einen Wert von 25,50 Euro. Ich kann mit einigen Produkten was anfangen. Ich bin auch froh, dass ich sie bekommen habe. Und wer das noch nicht wusste, weil ich erwähne es sowas von selten, ihr bekommt noch zu der Pinkbox zusätzlich eine Zeitschrift. Ich habe diesmal die Jolie bekommen und ich lese sogar die Jolie. Also die kaufe ich mir sogar manchmal selber, weil manchmal sind da echt komische Zeitschriften drinnen. Aber ich bin froh, dass ich die Jolie habe und ich freue mich auch, darin rumzublättern. Das ist auch Juni 2013. Die Jolie kostet 2 Euro. Also hat meine Box einen Wert von ca. 27 Euro und ich finde es ganz okay. Falls ihr die Test-Pinkbox durch meinen Code hattet, habt ihr ja nur 7 Euro gezahlt und ich finde es richtig, richtig cool, weil ihr auch noch so einen Überraschungseffekt habt, ne? Und das mag ich halt total gerne. Und ja. Das war es auf jeden Fall schon mit meinem Pinkbox-Video. Ich hoffe, ihr schaltet später nochmal ein, so circa um 18 Uhr. Da kommt noch ein anderes Video. Ich weiß noch nicht welches, aber da kommt auf jeden Fall ein anderes Video. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Tschüss!